In diesem Video geht's in den Schnee und das nicht einfach so, sondern mit den Kleinen zusammen. Schauen wir mal, wie weit wir mit den Bikes kommen. Freust du dich auf Radfahren im Schnee? Ja. Wir Abenteuer erleben? Ja! Bevor man die großen Abenteuer erlebt beim Mountainbiken, muss man meistens erstmal ein bisschen hochtreten. Und das ist auch diesmal der Fall. Natürlich kann man das auch gleich abwechslungsreich gestalten. Ab der Fleckalm war es dann auch soweit und wir hatten ihn endlich, den Schnee. So, jetzt sind wir leider ein bisschen festgesteckt. Ja. Und jetzt müssen wir schieben. Fahren klappt gerade nicht so gut. Nein. Ja, der Schnee ist zu tief. So, es geht ein bisschen schwierig. Ja. Aber mit bester Aussicht. Nicht nur wir mussten schieben, sondern es ging generell einfach sehr schwierig im tiefen Schnee. Gleichzeitig gehört der Mix aus Schieben und Fahren einfach zum Winterbiken dazu. Und dem Kleinen hat es so richtig Spaß gemacht, wenn ein bisschen Action und Rutschen dabei war. Und so sind wir dann immer weiter hochgekommen. Wer öfter im Schnee unterwegs ist, der weiß, da wo es sonnig ist, geht es meistens sogar ein bisschen besser, weil der Schnee einfach kompakter wird. Und dann konnten wir auch immer wieder fahren. Kurz vor der oberen Fleckalm war es dann allerdings für uns zu Ende, denn dann war die Autospur weg. Aber das richtige Abenteuer kommt ja erst bei der Abfahrt. Höchster Punkt für heute erreicht. Aber jetzt geht's dann wieder runter. Bereit für die Abfahrt? Ja, wenn ich ein bisschen Sonne getankt habe. Und damit war es dann auch soweit. Die Abfahrt hat begonnen. Und ja, das ist immer so ein kleines Abenteuer zwischen, man darf nicht so langsam sein, weil dann macht es natürlich zum einen keinen Spaß und zum anderen kommt man gar nicht vorwärts. Also es braucht schon so eine gewisse Geschwindigkeit, dass das Fahrrad gut fährt im Schnee. Andererseits, wenn man dann die Spur versehentlich so ein bisschen verlässt, dann fängt es einem natürlich gleich und man muss aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fällt. Trotzdem ist dieses Abenteuer im Schnee zu fahren unbeschreiblich und macht wirklich mega, mega viel Spaß. Und auch, dass es ja noch so ein Herbsttag war, war es auch gar nicht so kalt. Es hatte sicher mindestens 10 Grad plus und war einfach absolut genial. Das ist so cool! Ist das cool? Ja. Wow! Da seht ihr genau das, was ich beschrieben habe. Ich bin ein bisschen auf der Seite mit dem Vorderrad und dann fängt es einen einfach direkt. Aber ja, das hat dem Kleinen so viel Spaß gemacht, wenn sowas passiert ist. Auch wenn das für mich heißt, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber zum Glück sind wir ja schon richtig oft im Schnee unterwegs gewesen. Und von dem her wissen wir, worauf wir uns einlassen. Ist das nicht cool, Schatz? Ja. Siehst du den wilden Kaiser? Ja. Das ist ein schöner Berg, oder? Ja. Der ist mega schön. Hoppala. Dir macht Spaß, wenn wir rutschen, oder? Schatzi? Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Der verstellt seine Gabel. Ab der Fleckalm ging es kurz auf die Straße und dann aber direkt ab auf die Piste. Und das hat auch so richtig Spaß gemacht. Ja, natürlich fahren wir hinterher. Das macht dir doch Spaß, oder? Das habe ich mir doch gedacht. Deswegen machen wir das ja. Juhu! Wir powdern! Hier geht's jetzt wieder gut! Spitze, oder? Spazier! Juhu! Wow! Ja, gerne. Cool. Mein kleiner Spatz hat dann noch eine Freundin gefunden bei der Stauderstube und durfte Rutschteller fahren mit ihr, bevor es danach wieder zurück ganz nach unten und nach Hause ging. Wir hoffen, das kleine Abenteuer hat euch auch gut gefallen und lasst uns gerne einen Kommentar da, würden wir uns freuen.